So, Shadow Eye Yorick. Here we go. Da, da, da. Direkt mit schon ein bisschen HP stacken. Okay, wir hatten Strategist, wir hatten Bruiser. Bruiser oder Strategists. Das ist Ori, Samira oder Doppelpoppy? Noxus Setup, Sorcerer Setup, Bastion Pair. Dann nehmen wir mal Noxus Setup mit. Ist der Maokai 2 gewesen? Maokai per Set auf jeden Fall. Weiß auch Piltover Setup. Ja. Die wollen wir auch nicht aufgeben. Dann scheißen wir mal auf Piltover und nehmen noch ein bisschen Ionia Setup mit. Hallig im Panda, guten Abend gewünscht. Shadow Eye hat Pumping Up. Hätte ich die Maokais mitgenommen, hätte ich nehmen können, glaube ich. Pumping Up One. Oh, Risky Moves ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben Item Prio. Kriegen sehr viel Gold demnächst. Außer Prio, meine ich. Beste. Wahrscheinlich ein Gunblade, oder? Was macht die Lobby? Kann ich irgendwas raussehen? Shoujin Slam mit einem Void Sorcerer Bruiser Opener. Es wird Kaiser oder Sorcerer. Ionic Spark Sunfire ist auch eher ein Kaiser Opener. Der spielt Rogue. Rogue Committed. Das Karte wird contested sein. Noch ein Ionic Spark. Sehr, sehr AP heavy die Lobby auf jeden Fall. Das ist auf Risky Moves gegangen. Ging direkt Noxus Stacks. Drei Leute mit Risky Moves sogar, krass. Alle, die sich weaker gemacht haben. Ich glaube, Noxus sind wir weniger aus der Position. Lieber ein Ionia Setup hätten wir in Econ. Econ lieber hier aus der Position. Wenn Gunblade schon mal was wir slammen könnten, wenn ich will. Kaiser später, Morello weniger. Ich gehe für Infinity Edge und Rod schauen wir dann mal an. Infinity Edge töten wir eher Units mit. Mit dem Djinn. Bin eigentlich nicht der größte Fan davon. Haben wir jetzt erstes Item zu slammen? Mal Lose Streak und dann nach den 3-5 können wir dann Level 7 gehen und runterräumen. Zwei Irelias. Kommen auf 20 Gold, perfekt. Jetzt war eine Cutter-Bar. Andere sind schon für Cutter committed. Ich mag den Bad gerade nicht. Das ist sehr, sehr kaiserartige Lobby, denke ich mal. Kann sein, dass es einfach Noxus wird, oder?
Rogue Darius am Ende, 6 Noxos. Weil normalerweise spielt man eigentlich nicht hier 4 Rogue. Ist so weak eigentlich. Die Frage ist, ob wir vielleicht sogar schon nach dem zweiten Augment Level pushen. So viel Geld bekommen durch Risky Moves. Viele, die auch Risky Moves haben, werden vermutlich contesten. Handschuh ist decent. Handschuh oder BF. Ich mag Deathblade sogar lieber. Depends. Wenn ich noch ein End of Justice bekomme, ist wahrscheinlich mit Edge sogar besser. Hallichen Serfax, auch den wundervollen guten Abend gewünscht. Ich auch einen Guardbreaker mal schauen. Je nachdem. Ein bisschen Schaden runternehmen. 7 Player kommen jetzt. 3, 5. Das ist nach dem Augment-Fight erst. Danach könnte man eigentlich dann schon Level 7 gehen. Aber 3 Leute mit risky Moves. Ja, Ionia contesten, es wird spaßig. Man ein Unit getötet. Losing Streak. Das ist ein Akshan. Kann ein Akshan werden, theoretisch. Jetzt hätte ich ganz Infinity Edge auf dem Akt schon. Okay. Rambit schon gedodged. Ich hoffe, wir töten wenigstens den Swain. Etwa 46 HP. Crazy. Dann kriegt man 20. Wir wären eigentlich bei 76, was für einen fein wäre. 76 wäre fein. Ich würde es eine Action-Runde. So geile Items, Gargoyle, Sunfire, theoretisch Gunblade, aber das geilste der Welt hier, Bruiser haben wir nicht, die Caster Fragezeichen, mehr Frontline, echt ein Guardian, der immer casten kann, wird mir dann eher was. Ja, und Next Spark eventuell. Next Spark, Edge of Night. Doch Richtung, ja, so gehen. Maybe. Ich weiß immer nicht, was ich bei Stillwater spielen soll. Gibt es da Comps, die besser sind ohne Augments? Nö. An sich nichts. Was bedeutet denn Stillwater? Was bedeuten keine Augments? Du hast in der Regel weniger Geld oder die ganze Lobby hat weniger Geld. Und das ist keine gute Comeback-Möglichkeit unbedingt.
Außer halt, dass du natürlich Item-Priorität am Karussell hast. Und das Skill-Ceiling ist nicht so hoch von den Comms, weil du halt weniger Geld hast. In der Regel. Die Comms in der Regel sogar weaker, aber da gibt es nichts Bestimmtes, was du spielen magst. Das letzte Mal habe ich mit 6 Invoker sogar gewonnen gehabt. Transfusion ist insane, ja. Long Distance Ports ist auch gut. Transfusion ist so gut, weil wir schon so low sind. Sejuani auch noch. Nach da unten gibt es auch nochmal Geld. Macht's nicht leicht. Ist da. Was ist, wenn wir Akshan spielen? Was hätten wir hier für Items? Wir hätten Sunfire oder wir hätten Gargoyle? Next Bug habe ich eigentlich gar keinen Bock zu slammen. Long Distance wäre auch cool gewesen. Not gonna lie. Dann gleich der Geldregen. Aus der Level 7 geht, dann schauen wir mal. Schon sehr viel Gold, was man hat. Das sieht nach Velkos Carry aus mit den Items. Velkos sein. Sorcerer, sehr viel Sorcerer. Rogue wird gespielt. Das sieht nach Asia aus mit den Items. Transition zu Asia vielleicht. Tristana wird gespielt. Der hat runtergerollt jetzt schon. 2 Nasus. Der könnte Akshan werden, leider. So geile Items dafür. Der könnte auch Asia werden. Also Kaiser wird ein bisschen contested sein, denke ich, von den Void-Spielern. Ja, ich denke, der Rotom wird jetzt entscheiden, was wir spielen. Ich könnte für einen BF-Sword gehen. BF-Sword ist immer decent. Ich hätte ein Spat picken können, hätte mehr Ionia Spat gehabt, theoretisch. Welches ist ein Spat gewesen? Sollen wir jetzt Deathblade oder ein Gunblade? Deathblade ist halt wichtig, wenn wir jetzt wirklich für Action gehen sollten. T3 ist eigentlich contested, aka wir kriegen vielleicht eher einen Akshan das Sandra Setup hin. Java, Nirelia, Karma. Ash, Siri, Alista, Cassio. Oh Gott. Oh Gott, whatever. Ich will Sunfire, though. Muss nicht unbedingt Akshan werden. Es könnte auch noch. Akshan ist schon stark aus der Position. Evoker haben wir eigentlich noch drin, Karma, ne? Akshan, Asia. Ja, so, andererseits wieder. Akshan gewesen, Akshan. Hat genug getroffen.
Könnte ich noch rausmachen? Ich könnte 5 Shurima spielen, theoretisch. Sunash. Steigen wir noch rein. Frage, ob wir lieber einen Voker spielen, aber ich habe ja schon Sunfire, richtig? Die Items, wenn ich Items zur Asi bekomme, könnten wir noch Asi spielen und wir spielen einfach 5 Shurima. Ein Set raus, wir spielen Asi plus Cassian. 5 Shurima. Je nachdem, was ich für Items bekomme, wenn ich jetzt noch Asi-Items bekomme, können wir das gerne spielen. Rosa will ich, glaube ich, schon spielen mit Transfusion. Das ist strong. Na, Rüstung. Ich hätte ein Gunblade. Gunblade oder Shojin? Ich glaube, ich mag Gunblade gerne. Gunblade, hätten wir noch einen Vow? Vow ist auch decent. Ich habe nur einen Cloak übrig, dann spielen glaube ich keinen Asia. Vielleicht eine 4-Bruiser-Variante. Vielleicht eine 4-Bruiser-Variante. Könnte auch 4-Dead Eye, aber da bin ich kein großer Fan von. Radiant Relic. Uff, jetzt haben wir leider schon Items equipped. Well and Comforts ist ja nice. Was? Ja, nice. Vielleicht eine Vive. Vielleicht wird es 4 Bruiser, wenn ich noch einen Sign hätte. Moin Moin Untouchable, einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Wie geht's, wie steht's? Alles Paletti. Cloak. HP gibt es 120 Health sogar. Wird Cloak. BT, Gargoyle oder D-Claw? Akshan, besser aktuell als Aphelios. Ich würde immer Akshan über Aphelios momentan spielen, ja. Akshan 3 ist besser als Aphelios 2.
Okay, vielleicht mir doch 5 Shuri mal. GT für Nasus. Vielleicht doch 5. Haben wir noch einen Asi dazu? Kurz, weil ich einen Voker spielen vielleicht eher. Sandra, was sonst? Mir gefällt nur das Wetter nicht, bin voll der Wintermensch. Es ist mir auch zu warm. Es ist auch zu warm für die Cam. Bei solchen Temperaturen gibt es keine Cam für euch. Nehmen wir 9 oder rollen wir hier? Ein Aatrox. Aatrox ist decent. Was jetzt 2? Ja, meine ich. Hat ein Asi 2, der keine Items hat. Aber dafür 5 Shurima. Mehr Components hätte, mehr Items, kann ich auf jeden Fall Asia spielen. Boah, das ist ein random. Random. Sephir gewesen von Gifts. Okay. Kann nur Level pushen, noch einen Aatrox reinholen. Wir sind generell Level 9 dann stärker, weil wir halt auch für Ante 2 und so gehen können. Wird eh stärker noch mit Late Game über Transfusion Well und ein gutes Scaling. Was ist mit Shen, by the way? Shen für Bastion Noxus? Shen ist auch ein guter Add. Holt Bastion rein für Cassante, holt uns einen Voker rein. Nachdem. Bad. Okay, dann. Heartbreaker Solar Lars, eher ein Sissirot für die Frontline. Jamie Duplicator. Da runterrollen für Akshan 3, bis alle aus dem Pool sind. Also bevor alle sterben, vielleicht. Ich habe keine Items für Asia. Also 5 Schrieben ist gerade eh nicht so viel wert, to be honest. Aber sobald ich den Sign habe, können wir sowieso 3 wieder runtergehen. Weiterrollen. Schon. Wow. Crazy Hits. Da fehlt uns noch eine. Shen. Ohne Asia.
könnte Aatrox spielen über Renekton, aber ich glaube, ich will einfach nur einen Cyan haben über Renekton. Jetzt kommen noch die Items, ganz vergessen. Blue Buff für Cassante. Noxus Emblem. Ich nicht so sehr. Vielleicht noch. Nee, ich mach Shroud. Nee, Agility ist gut. Aatrox aus dem Kraus hernehmen. Moin, Mucki Uwe, schon nicht zu lesen. Letztes Jahr, als es angefangen hat, dass der Schnee liegen bleibt, bin ich mit kurzer Hose auf Arbeit rumgelaufen. Draußen wohl gemerkt, wie die Leute mich immer angestarrt haben. Das war mir auch ein bisschen zu kalt. Das ist ein cooler Cyan an sich, aber die Edge suckt halt leider. Meine Frontline-Items, wo wäre denn ganz gut? Wirklich für Cyan. Vielleicht auch 5 Shurima dann. Ich gehe nicht aus 5 Shurima raus. Ich kann halt Nase vielleicht neu bauen. Überhaupt. Doch Last Whisper hier. Masch. Magschan sich nicht zeigen wird, also. Glaube ich, kein Game mehr. Das jetzt noch Level Up mit sich bringt, oder? Nervt das ein bisschen mit der Ash. Habe ich ein Level Up noch, by the way? Klappt das sogar noch? Das ist Shroud. Shroud hat relativ viel Impact, glaube ich. Boah. Wait, Akshan hat doch immer Prio, weil er Freestar ist, no? Jetzt kann ich auch Nasus eigentlich Items geben wieder. Sephir auf der Bank.
nicht gut, dass Akshan auf das Target geht, wo Dings drauf geschossen hat. Ein bisschen sehr, sehr offen. Ich hätte nach vorne gelaufen da. Ouchie. Vielleicht nochmal leveln. Die Mitte. Nice. Javan wurde weggekickt, kam nicht zum Cast. Fight zu gewinnen reicht auf jeden Fall. Gegen Opale. Shroud. Oh, Kalista wurde nicht ganz gesniped, scheiße. Was dead. The One-Shot-Range, leider. Nice, GG. Erste Runde, erste Win. Akshan 3, let's go. Was sind denn Core-Items für Akshan? Infinity Edge plus Deathblade. Infinity Edge plus Deathblade, dritte Item ist flexibel. Gamblade hat sich nur so ergeben, weil ich nichts Besseres hatte. Es ist okay, um die Frontliner Leben zu halten, aber du kannst auch Hurricane fürs Midgame ist häufig sehr stark. Du kannst Giant Slayer machen. Aber Gamblade ist nicht schlecht, ne? Wüsste zu gern, ob Transfusion als First Pick gut ist für die Akshan. Na true. Dass wir so viel Gold hatten, hat schon geholfen. Die Kampf hat man, braucht halt nicht viele Items, wie man gesehen hat. Vielleicht ist die Kampf mit Vladimir spielen ganz cool. Transfusion, Battle Ready, Ascension. Gute Combat Augments. Ascension braucht man, glaube ich, nicht, aber. Ready, Transfusion ist schon ordentlich.